Willkommen zurück in Trials Fusion. Wir spielen heute allerdings nicht die Karriere, sondern wir spielen mal ein bisschen was aus der Streckenzentrale und gucken uns einfach mal an, was die Community, die Trials Community bisher so geschaffen hat. Werden mal in der Bestbewertung diese Woche in Trials, werden wir uns mal ein bisschen austoben. Ich habe da schon 1, 2, 3 Strecken, um genau zu sein, habe ich schon mal angetestet. Und zwar diese drei. Ich werde jetzt erstmal die und die und dann auch noch die fahren und dann eventuell auch noch die Extreme, weil die ist wirklich gar nicht so einfach, wie der Name halt auch schon sagt. So, Crystal Cove. Hier nehmen wir uns nicht die Pit Viper, hier nehmen wir uns einfach mal Baggy oder Roach. Ich nehme einfach mal die Roach. Weil mit der Pit Viper schaffe ich die Zeit einfach nicht, die für die Platin-Medaille, ich glaube Platin ist es, die ich für die Platin-Medaille benötige. Und ich muss sagen, die ist ganz schön, die Strecke. Sie ist nicht schwer, nicht wirklich. Also ich bin bisher aber allerdings immer nur mit der Pit Viper gefahren. Insofern kann es natürlich sein, dass es mit der Roach hier ganz anders aussieht. Zack. Ah, hier, Vorsicht. Alter, shit. Scheiße. So ein Kack aber auch. So muss man das fahren. Habe ich schon mal einen Fehler? Also die Platin-Medaille ist schon mal nicht mehr drin. Was ich ehrlich gesagt recht schade finde. Nein! Oh ja! Und jetzt ist hier die Frage, komme ich hier mit der Roach auch hoch? Ja, hier komme ich auch mit der Roach hoch. Und ich bin sogar recht schnell. Aber ich habe leider einen Fehler gemacht. Den Fehler hätte ich nicht machen dürfen. Dann hätten wir definitiv die Platin-Medaille geschafft. Hier unter 5 Sekunden besser als... Meine Fresse, waren wir richtig gut. Aber leider, wie gesagt, einen Fehler gemacht. Was soll's? Müssen wir durch. So. Ethereal, Freunde, ist eine der schönsten Maps, die ich jemals in Trials gesehen habe. Die sieht einfach so geil aus. Und in Trials Fusion, da sieht man halt dann auch, dass in Trials Fusion echt ein bisschen mehr noch gemacht werden kann als in Trials Evolution. Denn das, was man hier jetzt so sieht, das ist echt richtig schön. Sie ist auch nicht schwer, sie ist nicht spektakulär, aber sie sieht einfach richtig schön aus. Erinnert mich ein bisschen an Avatar, an die Filme. An den Film. Ich habe natürlich auch den zweiten Teil noch nicht gesehen, weil es ihn eben noch nicht gibt. So, bisher sind wir von der Geschwindigkeit sind wir ganz gut mit dabei. Das ist schön, das ist toll, das ist... Ah, sehr schnell, und da haue ich mich hin, das ist nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu fassen. Verdammte Axt, ey. Schade. Aber schaut euch diese Map an. Ist die schön oder ist die schön? Ich finde die so unglaublich schön, diese Map. Meine Fresse, ist die schön. Die ist wirklich, wirklich schön, die Map. Da kann man echt mal sehen... Oh, was passiert jetzt hier noch? Da habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Da kann man echt mal sehen, was man im Editor so tun kann. Hier mit so einer kleinen Endsequenz sogar noch. Was passiert jetzt? Oh, der Baum des Lebens. Wird in die Luft gesprengt? Nein. Dem geht's gut, dem Baum geht's gut. Keine Angst, Freunde. Mensch. Schöne Strecke, wirklich schöne Strecke, muss ich einfach mal so sagen. So, wir könnten natürlich jetzt die Extreme fahren, mache ich aber nicht, weil der Anfang ist ein richtiges Arschloch. Deswegen machen wir einfach mal Arctic Search. Mittel ist sie. Da nehme ich dann auch einfach mal wieder die Pit Viper. So. Und die kenne ich eben, wie gesagt, noch nicht. Ihr habt gesehen, noch keine Medaille eingefahren. Insofern, mal gucken. Mal gucken, wie ich mich jetzt hier anstelle. Mittel sollte eigentlich nicht so das größte Problem sein. Aber bei mir wäre ich mir da immer nicht so sicher. Oh. Was passiert hier? Ah, okay. Das ist ja mal hochinteressant. Plupp. Hat's gemacht? Oh. Alter Vater. Was passiert hier? Nee. Kann ich unten lang fahren? Alter. Bitte was? So ganz habe ich jetzt nicht verstanden, was ich da machen muss. Komm schon. Nein! So eine Scheiße. Das war jetzt mal ordentlich peinlich, wa? Jawohl. Oh nee, das wird so nichts. Das ist ein bisschen langsam und jetzt hier schnell. Das ist halt immer so eine Sache, wenn man eine Strecke noch nicht kennt, dann ist es schwierig, das vorherzusehen, wie man da am besten fahren muss. Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wo ich... Ah, okay. Uhuhui. Silbermedaille nur. War gar nicht so gut. Aber war auch ganz cool. Muss ich echt sagen, war echt ganz cool. So, ich würde mal sagen, eine machen wir noch. Eine normale oder eine nicht extreme machen wir einfach nochmal. Und zwar Moon Dipper.
Wir machen einfach nochmal einen Moon Dipper und danach machen wir einen Eisbath. Da könnt ihr euch auch was freuen. Das wird schön. Höchstwahrscheinlich dürft ihr wieder den Chipmunk hören, denn da werde ich für den Anfang werde ich recht lang brauchen. Danach geht's eigentlich. Aber der Anfang ist einfach Arschloch. Und hier die Strecke, wie gesagt, kenne ich noch nicht. Mal gucken. Warte, wieso kommt? Oh. Wie? Doch, bin ich doch schon gefahren. Hä? Hä? Stimmt, ich erinnere mich. Wann bin ich die denn gefahren? Ah, nee. Das war so nix. Komisch, dass ich mich gerade so blöd anstelle hier mit so recht simplen Strecken eigentlich. Man weiß nicht, woran es liegt. Vorsicht. Hoch hier. Ah, nicht maulen. Warum, ey? So. Das kann man jetzt auch machen. So nun dummerweise nicht. Alter, ich stelle mich ja so kacke gerade an. Nicht zu fassen, wie schlecht ich gerade fahre. Naja. Was soll's? Hauptsache durchkommen, wa? So. Wow, 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 wow. Was war das denn? Wie ein Ping-Pong-Ball bin ich da durch die Gegend geflogen. Yep. Na, das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Das war auch schlecht. Wow. Gott sei Dank kann man sich da nicht in den Kopf stoßen, ey. Aber hier, eine schöne Pose habe ich hier auf jeden Fall. Schön den Hampelmann einmal. 25 Sekunden schlechter, das war gar nicht gut. Meine Fresse, Freunde, das war gar nicht gut. So, und jetzt. Jetzt fahren wir einmal das Eisbath. Eisbath. Und, ja. Ihr werdet sehen, weshalb ich am Anfang ein wenig verzweifeln werde, höchstwahrscheinlich. Aber ich habe es beim letzten Mal ja auch geschafft, als ich die gefahren bin. Insofern bin ich jetzt einfach mal, ich tue einfach mal zuversichtlich, dass ich es auch diesmal schaffe. Verdammt. So, und das hier ist jetzt richtig kacke. Da hochzukommen ist einfach Arsch. Das Gute ist, dass hier am Anfang halt die schwierigste Stelle ist. Insofern, wenn man es dann irgendwann schafft, dann kann man echt eine ganz gute Zeit hier reinfahren. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich Silber reingefahren. Ihr habt es ja sicherlich gesehen. Ich kann mich nur gerade nicht mehr erinnern, was da für eine Medaille war. War. Fuck. Aber wie gesagt, hier dieser Anfang, der hat es echt in sich. Der hat es wirklich, wirklich in sich. Ja. Oh, nein. Was soll das? Das war gut. Das war echt gut. Fuck. Das war nicht gut. Echt nicht gut. Nein. Oh, Fresse. Fuck. Meine Fresse meine ich, nicht Fresse. Halt die Fresse, du Sau. Auf mir rein zu quatschen. Das schaue ich nicht mehr hier am Anfang, doch. Hep, hep. Rüber! Rüber! Bitte! Nee! Fuck. So, einmal... Oh! Hallo! Es geht ja weit hinaus hier. Musste mir gerade mal an der Nase kratzen. Fuck it so hard. So, jetzt aber, komm. Ja. Und. Nein! Ey, du hättest ja noch gar nicht zurücksetzen müssen. Jetzt war er noch nicht verloren. Doch war's. Ich kenne mich doch. Wenn ich erstmal irgendwo hänge, dann komme ich eh nicht irgendwie weiter. Komm schon. Hep, hep. Jetzt. Na, verdammt, zack. Nein. Fuck. Fuck. Checkpoint. Freunde, Checkpoint. Yippie. Wir haben einen Checkpoint. Und von jetzt an ist es einfacher als vorher, aber auch nicht zu einfach, wie ihr seht. Fuck. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich hier ganz easy hochgekommen. Na, das ist doch nicht wahr. Fuck. Ich bin mir auf den Fersen. Nein, jetzt rase ich gleich an mir vorbei. Ich sehe es doch schon kommen. Das gibst du nicht.
Wieso komme ich denn jetzt hier nicht hoch? Beim letzten Mal war das so einfach. Ja, nein, nein. Fuck. Da, guckt euch das an, wie ich einfach an mir vorbeisprinte. Jetzt. Jawohl. Hep. Zack. Flup. Verdammte Axt. Mann, wir waren am Anfang so gut. Aber egal, ich habe die extreme Strecke geschafft, Freunde. Ich habe tatsächlich die extreme Strecke geschafft. Komm, wir hängen einfach noch mal irgendwas hinten ran. Weil, wir ja noch ein bisschen Zeit haben. Nehmen wir die hier. Die bin ich definitiv noch nicht gefahren. Eine mittlere Strecke. Die gucken wir uns an. Mal schauen, was da so geht. Pit Viper. Auf geht's. Mann, dass ich die Extreme... Ach, verdammt, dass ich da an der Stelle einmal so verkackt habe. Das wäre so schön gewesen. Ich hätte so durchfahren können. Aber nee. So, was müssen wir hier machen? Scheiße. Was soll ich hier machen? Alter! Was? Wie geil ist das denn? Nochmal! Vorsicht, 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 Vorsicht! Bremsen, 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 bremsen! Alter Vater! Zack! Oh, wie cool! Jetzt müssen wir hier zurück. Wurde mir doch... Oh, wie cool! Nein! Verdammt! Wie geil ist das denn? Zibidiu! Hüpp! Na, fuck! Wir sind dann schon durch, aber das ist ja richtig geil! Meine Fresse, ist das geil! Rückwärts! Vorwärts! Nein, nicht crashen! Oh, zu früh. Das war zu früh, verdammte Axt. Wupp, 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 wupp. Ist auch zu früh, zu früh, zu früh. So, so, so. Jetzt darf ich. Au. Das tat weh. Fuck, wieso kriege ich das jetzt nicht mehr hin? Was ist hier los, ey? Ah, verdammt. So, 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 so. Ah, wieder zu spät. Nicht zu fassen. Oh, einhändig ist doof, einhändig ist doof, einhändig ist ganz blöd. Okay, 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 okay. Jetzt. Hep. Jawohl. Und jetzt rückwärts. Ja. Jawohl. Sogar die Platin-Medaille. Wir haben die Platin-Medaille gemacht. Hier ganz zum Schluss nochmal. Gibt's auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Finde ich super, die Strecke. Schaut euch das mal an. Meine Fresse. Ist ein schöner Abschluss. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich in der nächsten Zeit noch recht häufig hier im Workshop, sprich in den User-erstellten Maps, denn da gibt es einiges Interessantes und die Karriere bietet ja nichts mehr außer extreme Strecken und die extremen Strecken, die sind halt so eine Sache. Werde ich sicherlich auch irgendwann einstreuen, aber natürlich erst dann, wenn ich sie mal schaffe, weil wir wollen ja nicht gemeinsam über Monate hier failen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich morgen hier wieder in Trials Fusion. Ich werde es sicherlich über die nächsten Tage noch jeden Tag raushauen, denn es macht mir tierisch viel Spaß. Und euch hoffentlich auch. Wie gesagt, ich wünsche euch was. Bis dann und tschüss.